Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diese Cannelloni gefüllt mit Pulled Pork und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für dieses Rezept brauche ich natürlich Cannelloni, dann Pulled Pork, das schon fertig gegart ist. Dann habe ich hier ein bisschen Cheddar, der schon gerieben ist. Dann Bacon, damit wickle ich das Ganze später ein. Dann Barbecue-Soße und Erbsen. Als allererstes nehme ich mir das Pulled Pork und schneide es ein kleines bisschen kleiner, weil ich hier schon so ein paar Chunks drin habe. Und so kriege ich das natürlich nachher nicht in die Cannelloni rein. Wenn ich das Pulled Pork dann passend zugeschnitten habe, dann nehme ich mir ein bisschen von der Barbecue-Soße. Ich würde sagen so ein Drittel. Die Erbsen kann ich auch schon dazugeben. Vermischt das Ganze dann und gebe zu dem Pulled Pork dann auch den Käse dazu gleich. Vermenge das Ganze dann wieder. Das sollte am Ende so eine schlotzige Masse sein, was es hier jetzt noch nicht ist. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Barbecue-Soße dazu. So sieht die fertige Masse jetzt aus. Und die gebe ich jetzt in den Spritzbeutel und versuche sie dann mit dem Spritzbeutel in die Cannellonis zu spritzen. Und wie gesagt, spritze ich die Masse dann einfach in das Cannelloni rein. So sieht das jetzt aus, wenn es gefüllt ist. Und das mache ich jetzt mit allen Cannellonis so. So sehen die Cannelloni dann aus, wenn ich alle gefüllt habe. Und die muss ich jetzt nur noch in Bacon einwickeln und dann kommen sie auf den Grill. Anschließend nehme ich mir dann den Bacon. Hier nehme ich mir immer zwei so Scheiben. Nehme mir dann immer so ein Cannelloni und eine Scheibe Bacon. Und wickel den Bacon hier einfach immer schön gleichmäßig über das Cannelloni drüber. So sehen die Cannellonis dann aus, wenn ich sie fertig umwickelt habe. So werde ich das jetzt mit allen machen und dann kommen sie später auch so auf den Grill. So sehen die Cannelloni dann aus, wenn sie fertig eingewickelt sind und so gebe ich sie jetzt auf den Grill. Ich werde die Cannelloni bei indirekter Hitze garen. Hier links sind die Brenner aus und rechts habe ich die an. Da wird am Ende nur noch der rechte Brenner an sein. Dann habe ich mir hier außerdem noch eine Wasserschale drauf gemacht, damit sich die Wärme ein bisschen besser verteilt. Ich gebe, wie gesagt, die Cannelloni jetzt in den indirekten Bereich. Und so gare ich die Cannelloni jetzt bei ca. 160 bis 180 Grad für 30 bis 40 Minuten. 40 Minuten sind jetzt um. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Und das sieht schon sehr gut aus. Ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten, damit der Speck noch ein bisschen mehr auslässt und ein bisschen mehr Fett rausgeht und ein bisschen knuspriger eventuell wird. Dafür habe ich jetzt die zwei Brenner angemacht, damit hier jetzt direkte Hitze entsteht. Das sind jetzt weitere 10 Minuten vergangen und wie man sehen kann, das Ganze sieht jetzt relativ gut aus. Und so werde ich das jetzt auch mit Barbecue-Soße einpinseln und dann nochmal so 5 bis 10 Minuten garen lassen, damit die Barbecue-Soße wieder ein bisschen anzieht und dann sollte das Ganze gut sein. Und so lasse ich die Cannellonis jetzt nochmal 10 Minuten auf dem Grill und dann sollten sie fertig sein. So, weitere 10 Minuten sind jetzt um. Ich habe gerade schon mal reingeguckt und das sah schon sehr gut aus. Ich nehme jetzt mal einen Cannelloni runter. Das ist auf jeden Fall weich geworden. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde, das Cannelloni schmeckt hervorragend. Ich finde, die Erbsen sehen überwiegend schön aus. Ganz so viel hat man von denen nicht gemerkt, fand ich. Aber es sieht schon cool aus, wenn da was Schönes Grünes drin ist. Man könnte natürlich auch noch ein paar Kräuter mit reinmachen. Der Bacon ist zum Glück ein bisschen crunchy noch geworden.
und ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen knuspriger, hat noch ein bisschen Fett verloren. Ich denke mal, dadurch, dass ich dem vorher ein bisschen direkte Hitze gegeben hat, hat man ja dann den Unterschied gesehen. Ich glaube, hier bei dem Rezept kommt es sehr darauf an, welche Barbecue-Soße man nimmt und wie das Ganze gewürzt ist. Also man sollte schon stark würzen, beziehungsweise eine Soße nehmen, die viel Power hat. Und das hatte ich zum Glück. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das nicht hat, dann schmeckt es sehr fad und langweilig. Vom Aussehen her kann man ja auf jeden Fall sagen, dass es super aussieht. Ist super cool, was ich mir vorher überlegt habe. Man könnte hier auch wieder so ein Fingerfood-mäßig was draus machen. Die Sachen einfach hier quer anschneiden. Dann nehme ich mir einen Löffel oder einen kleinen Teller, was auch immer, wo man das Fingerfood halt drauf serviert. Mache unten ein bisschen Salat drauf. Oben vielleicht noch ein Klecks Barbecue-Soße drüber und dann könnte man das so servieren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit anderen Fleischarten sehr gut ist. Wenn man zum Beispiel hier irgendwie eine gezupfte Ente oder sowas nimmt und da ein bisschen eine fruchtigere Soße dazu macht, das Ganze im Winter serviert, kann ich mir vorstellen, dass das auch super ist. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.